Hallo ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Trip World, einem weiteren sauteuren Modul für die Gameboy-Sammlung. Ich habe es noch nicht in der Sammlung, es ist auch eins der Spiele, hinter denen ich natürlich schon seit Jahren hinterher renne. Aber genau wie letztes Mal gehen wir heute mal der Frage auf den Grund, na, ist der Preis berechtigt und macht es wirklich so eine Laune? Ist es wirklich so geil, dass es so viel Wert haben sollte? Ja, aber gut, da werden wir heute nochmal ein bisschen drüber reden. Ich habe letztes Mal so ein bisschen eine Geschichte angeteasert, die ich dann gar nicht erzählt habe. Das mache ich dann natürlich heute. Wegen so einem etwas blöden Austausch irgendwie in so einer Facebook-Gruppe. Ist auch gar nicht so eine ewige Geschichte. Ich habe den Männlichkeitsmuffin schon mal auf knappe 10 Minuten gespielt und ich habe mich natürlich auch heute wieder ein bisschen vorbereitet. Ist ja sonst auch nicht so mein Ding, aber gerade bei solchen Spielen sollte man das natürlich tun. Es geht hier grundsätzlich darum, wir steuern hier, wie heißt er? Jakopu, so heißt das Viech, was wir da gleich steuern, was auch gerade mal so durchs Bild gelaufen ist. Und ich lasse einfach nochmal das Intro eben ablaufen, weil das erklärt so ein bisschen den Plot des ganzen Spiels. Der Großvater von Jakopu beschützt eine Blume, die das ganze Land, in dem wir da leben, quasi in Frieden hält. Und irgendwie wird das Logo gar nicht nochmal, das Intro nicht nochmal abgespielt. Ah doch, jetzt kommt's nochmal. Eines Tages wird der Großvater von Jakopu angegriffen von irgendwelchen Schattenwesen, die diese Blume stehlen. Und seitdem drehen alle Tiere im Land durch und wir müssen gucken, dass wir ja diese finsteren Gestalten besiegen und die Blume natürlich wieder an ihren rechtmäßigen Ort packen. Ne? Hier macht er so einen großen Hadoken und schmeißt unseren Großvater quasi durch die Gegend. Ja. Das heißt, als Jakopu wollen wir die Welt retten. Da ist die Pflanze, hinter der wir her sind. Und ich drücke jetzt einfach mal Start, dass wir reingucken können. Ich kann ja ruhig schon mal mit der Geschichte anfangen. Es ging damals auch um Hammering Harry, deswegen ist mir das so eingefallen bei der letzten Ausgabe. Und da hatte jemand so seine Börseneinkäufe stolz präsentiert in so einer WhatsApp-Gruppe, in der ich auch unterwegs bin. Ja, und da war auch ein Hammering Harry dabei. Und dann ging natürlich die Diskussion direkt wieder darunter los nach dem Motto, ey, was hast du denn bezahlt und so weiter. Und ich sag mal so, ne, ich bin einer, der das auch so vertritt und sagt, das muss keiner erzählen. Wenn jemand nicht erzählen will, was er für diese Spiele bezahlt hat, ne, man kann hier laufen, sehe ich, man kann anscheinend betreten. Okay, wenn ich nach oben drücke, kann ich mich so ein bisschen wie Kirby aufpusten und fliegen. Aber dann kann ich anscheinend nicht laufen, dann kann ich nur fliegen. Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig? So. Und was ist das? Ach, guck mal. Also wenn ich nach unten und B drücke, kann ich mich in einen Fisch verwandeln. Das ist wahrscheinlich dann später wichtig, wenn irgendwie Wasserlevel kommen. Das habe ich nämlich gerade so in der Beschreibung gelesen. Er kann hier so seine Formen wandeln. Ja, sehr schön. Also erstmal müssen wir hier anscheinend mit Hüpfen weiterkommen. Und ja, wie gesagt, wenn jemand nicht erzählen will, was er auf einer Börse für ein Spiel, was wirklich viel wert ist, bezahlt hat, dann respektiere ich das und bohr da nicht rum. Und habe ich auch nicht. Aber ich habe dann diesen Chat verfolgt und irgendwann hat der Käufer halt immer so mysteriös rumgemacht. Was ist das denn? Jetzt habe ich eine Blume auf dem Kopf. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Freund oder Feind ist. Oh, ich glaube, es ist Feind. Na. Jetzt wächst ihm ohne Blume. Okay. Ich glaube, ich habe ihn beruhigt. Na, ob ich hier mit dem Sprung drüber komme oder ob ich mich mal lieber aufpuste. Ich kann mich gerade gar nicht verwandeln von der Form. Na, guck mal, so stellen wir die mal ein bisschen ruhig. So, zack. Ah, jetzt bin ich zurückverwandelt. Anscheinend habe ich alle Samen verschossen. Und in dem Chat, der sich dann ergab, hat der Käufer des Moduls, Hammering Harry, halt immer so, ja, so ganz merkwürdige Andeutungen gemacht, nach dem Motto, ja, ich bezahle dafür, was mir gefällt und blablabla und da will ich gar nicht drüber reden. Und ich habe nur einen Kommentar drunter geschrieben nach dem Motto, was ich auch letztes Video erzählt habe, dass ich mir halt persönlich einfach eine Grenze gesetzt habe. Ja, da oben im Tier, den laufe ich mal lieber nicht über den Weg. Ich denke mal, hier könnte mir das Fliegen was bringen. Und genau das, was ich letztes Mal erzählt habe, habe ich im Endeffekt auch gesagt und habe gesagt, dass jeder oder dass ich so eine persönliche Grenze für mich habe, wo ich einfach nicht mehr für ein Retro-Spiel bezahlen möchte. Und egal, ob das ein Neo-Geo-Spiel ist, wobei das ist vielleicht noch das Einzige, wo ich das mal ein bisschen eine Ausnahme von der Regel machen würde, weil die ja auch wirklich sehr wertig teilweise sind. Ja, oder ein Gameboy-Spiel oder was auch immer. Ich würde nie mehr als 100 Euro für so ein Retro-Spiel ausgeben. Ne? Weil bei aller Liebe und aller Nostalgie für das Spiel, es geht um das Erlebnis. Habe ich letztens so ein schönes Zitat gehört.
Es geht um das Erlebnis und nicht um das Plastik im Regal. Ne? Natürlich ist das schön, wenn man das Originalspiel da hat, aber wenn man es halbwegs authentisch erleben kann, denke ich mal, ist das schon viel wert. Und wir haben ja gerade einen leichten Grafikfehler, möchte ich mal meinen. Ne? Wie soll ich denn jetzt hier die... okay, durch die Blubberblasen, die ich anscheinend abschießen kann, kann ich hier mal ein bisschen nachverfolgen, wo ich bin. Ja, und das hat anscheinend dieser andere Mensch, der das Spiel dann gekauft hat, irgendwie als Beleidigung aufgefasst. Nach dem Motto, du glaubst doch nicht, dass ich 100 Euro für Hammering Harry bezahle, bla bla bla, wo ich auch sage, ey, das ist mir egal, was du bezahlt hast dafür. Ich habe nur gesagt, wie ich das persönlich für mich sehen würde, ne, und so. Und wenn ich mich richtig entsinne, war das sogar mit UVP und so. Also es wird weit mehr als 100 Euro gekostet haben. Wenn man vielleicht jemanden kennt auf der Börse und der sagt, komm, ich bringe dir das mit und du kannst das dann zu dem und dem Preis haben, dann kriegt man es vielleicht auch billiger. Aber so der normale Marktpreis mit OVP, also da wären 100 Euro ein absolutes Schnäppchen. Aber wie gesagt, man muss selbst entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Ich würde es eben mir trotzdem fünfmal durch den Kopf gehen lassen. Aber das mit dem Fliegen war, glaube ich, gar nicht so eine dumme Entscheidung hier. Und, bups, da bin ich jetzt mal richtig abgesegelt. Ah, nein, wandel die Form. Weg, dieser böse Typ hier. Ja, und irgendwie, dann haben sich da andere Leute drangegangen und haben gesagt, ja, wie kann man so doof sein und 100 Euro für Hammering Harry veranschlagen und bla bla bla. Das meinte ich ja halt überhaupt nicht so. Ich habe halt nur gesagt, wie ich die Sache sehe und was ich dem Ding für einen Wert zusprechen würde für mich persönlich. Ne? Weil darum geht's immer. Was der Markt sagt, ist mir scheißegal. Also irgendwie, jetzt gehen sie mir aber ein bisschen auf den Keks, ne? Na, ob ich vielleicht mich doch nochmal verwandle, mal lieber hier fliege. Das sind schon anstrengende Gegner hier. Ja, und irgendwie ist die Diskussion dann ein bisschen eskaliert, sag ich mal. Und ich habe mich dann einfach daraus zurückgezogen. Und seitdem diskutiere ich auch echt nicht mehr gerne mit in diesen Retro-Gruppen. Das ist teilweise so ein merkwürdiger Umgang miteinander. Das tut mir natürlich leid. Oh, ist das einer der Bosse, von denen in der Beschreibung gelesen wurde? Ah ne, der Helikopter wird mir nicht viel bringen, glaube ich. Oh. Okay. Na. Schon mal voll erwischt hier. Na, auf den konzentriere ich mich jetzt mal eben. Es ist teilweise, also in manchen dieser Gruppen ist so ein toxisches Miteinander irgendwie. Und eigentlich soll es doch darum gehen, dass man sich miteinander freut. Ja, die erste Welt haben wir schon mal geschafft. Sehr schön. Ja, und jetzt ist auch der Knackpunkt bei diesem Spiel hier, ne? Das Spiel ist noch mehr wert als Hammering Harry. Ich habe mal ein paar aktuelle Auktionen mir angeschaut. Es ist zum Beispiel ein Modul, was auch wirklich nicht gut erhalten ist, für 85 Euro weggegangen. Und das ist wirklich, also von dem, was man sonst so mitbekommt. Ah, ich bin jetzt ein Hüpfeball. was man sonst so mitbekommt in den Retro-Gruppen oder so andere Preise, die man gesehen hat, ist das wirklich ein Top-Preis. Aber das Modul, also das Label war halt schon ordentlich beschädigt und der Zustand war auch nicht wirklich gut, ne? Also so das Modul war auch schon ausgegilbt und also das wäre halt so ein Ding, wo ich mir denke, ey, 85 Euro, so ein runtergeranztes Ding. Ja, und dann gibt's natürlich wieder die Reseller, die das Ganze für richtig teuer Geld verkaufen wollen, ne? Die 180 Euro sofort kaufen, nur für das Modul anbieten und was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist halt der Knackpunkt bei dem Spiel. Wir haben die erste Welt jetzt hinter uns, ne? Das war so ein bisschen in den Bergen oder so haben wir das gerade gehabt. Jetzt sind wir hier so ein bisschen im Dschungel. Das, ne, die Location wechselt immer so ein bisschen. Nachher kommt wohl noch ein Castle, also eine Burg. Und ist das schon wieder ein Boss? Anscheinend, ne? Jetzt mal die Form wandeln hier. Es gibt 5 Welten in diesem Spiel, ne? Ich denke jetzt nicht, dass... Da war das der Boss? Das kann doch nicht sein, oder? Jetzt sind wir hier in so einem Schloss oder so. Also es gibt 5 Welten, selbst wenn das jetzt noch nicht der Endboss war. Ne, das müsste ja eigentlich angezeigt werden, World 3 jetzt mal so langsam. Ja, anscheinend ist das immer noch die zweite Welt. Das ist halt die Frage, ne, vom Umfang her, dafür jetzt irgendwie zwischen 80 und 180 Euro, sage ich einfach mal. Ich habe nämlich auch Auktionen gesehen, die auf 140, 150 Euro nur für das Modul abgelaufen sind. Das ist jetzt... Guck mal, wenn er explodiert, ist das so ein bisschen Mega Man-mäßig, ne? Auch der Sound sehr ähnlich. Ja, das scheint nur so ein Zwischenboss zu sein hier. Ja, trotzdem. Für 5 Welten, auch wenn sie ein bisschen länger gestreckt sind als die typische Super Mario Land-Ebene oder so. Ich weiß es nicht. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Und für mich wäre dann doch eher die Wahl der Stunde, mal zu schauen, ob man das irgendwie als japanisches Modul für ein Bruchstück des Preises kriegt. Ich stelle mich ja auch gerade wieder dämlich an.
Und es muss halt jeder selbst entscheiden. Das möchte ich damit einfach nur sagen. Und genauso wie bei den Preisen, ne? Ob ich auf eine Auktion hoffe, das muss immer weiterlaufen. Die gefällt mir ganz gut. Soundtrack und gezeichnet ist das Ganze echt schön, ne? Aber man muss halt die Entscheidung selbst treffen, ob man sagt, ja, auch wenn das Spiel nur kurz ist und so, mir geht's um den Wert und um das Prestige, dieses Modul irgendwie zu besitzen, dann ist das schön. Dann kann ich euch da nur beneiden, wenn ihr dieses Ding in der Sammlung habt. Oder man hat einfach Glück, wie der Reed zum Beispiel, ne? Der hat das Spiel ja mal für 5 Euro in einem alten Spielzeugladen OVP bekommen, ne? Also absoluter Glücksfall. Sowas hat man als Sammler wahrscheinlich 1, 2, 3 Mal im Leben, so ein Glücksfall, und freut sich dann den Arsch darüber ab. Und ich kann auch Leute nicht verstehen, die auf sowas dann neidisch sind. Ich freue mich mit dem Re und finde das geil, dass er so ein seltenes Spiel für so einen Schnapperpreis in der Sammlung hat. Aber da ist Neid auch falsch angebracht, würde ich sagen. Ne? Also, ja. Ich persönlich muss halt schauen, wie ich damit umgehe. Man bekommt das Repro-Modul zum Beispiel so für 15, 16 Euro. Also ein Repro hätte ich nicht gerne, aber vielleicht die japanische Version, wenn ich mal ein bisschen sparen kann. Aber wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden. Wir haben heute mal reingeguckt, das ist ein schöner Plattformer. Er steuert sich gut. Eine Sache hat er, nur man sieht es hier, ich höre auf zu steuern und er rutscht noch so weiter. Und das finde ich in Plattformern immer nicht so geil. Ne? Trotzdem, Sprungphysik, diese Formwandlung, ne, und dass man so für verschiedene Terrains unterschiedliche Formen auch braucht oder dass es von Vorteil ist, das hat natürlich was. Ne? Das hat absolut Charme und wir haben uns so viele Plattformer hier schon angeguckt, da ist das wirklich überdurchschnittlich gut. Aber wenn man mal so guckt, auch damals, wo das rausgekommen ist, ey, das hat in Magazinen hier in Deutschland 9 von 12 Punkten gekriegt oder 68% habe ich auf Wikipedia gelesen. Also auch die Fachleute seinerzeit haben gesagt, ja, der absolute Überburner ist das nun auch nicht. Jetzt habe ich aber auch geblubbert wie so ein Großer heute. Ne? Ich mache jetzt auch sofort Schluss. Ein Tipp nur noch an euch Leute. Wenn ihr das Spiel spielen möchtet, halbwegs authentisch und keinen Bock habt, 80, 90, 100, was weiß ich, Euro auszugeben für das Spiel. Auf dem 3DS im eShop ist es zu finden. Ne? Es ist so quasi als Port im Nintendo eShop zu finden. Und ja, da kriegt man es für kleines Geld und kann es natürlich dann auch angemessen authentisch irgendwie spielen. Wie gesagt, muss jeder selbst wissen. Ich gönne es jedem, der sich das leisten kann oder leisten will oder ein Schnäppchen macht. Ich persönlich warte seit Jahren drauf. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal Glück. Ne? Gut, vielen Dank für diese Ausgabe heute. Hat mal wieder Spaß gemacht. Im Laufe dieser Woche kommen noch meine Pickups und ich versuche auch noch, meine Stimme macht so ein bisschen schlapp, ne? Ich versuche auch noch, das Wrestling-Karten-Video für euch diese Woche aufzunehmen. Falls es nicht kommt, wisst ihr, okay, Hals ist kaputt, ne? Da kommt dann nächste oder übernächste Woche dann was. Aber ne, das Wrestling-Quartett geht natürlich auch weiter. Dann die dritte Runde mittlerweile. Ich hoffe, dass ich es diese Woche noch schaffe für euch. Ansonsten Ende der Woche auf jeden Fall meine Pickups. Ja, alles Gute, ne? Bis dahin immer schön schroff bleiben, kommen Sie wieder, bleiben Sie geil. Und wir machen den Abzug für heute. Katsch.